Also interessant an der Marktforschungsstudie ist, dass man zunächst einen großen Unterschied in der Wahrnehmung feststellen kann. Golf wird sehr polarisiert wahrgenommen. Wir haben zum einen die Golffans, die aktiven Golfspieler, die sich unheimlich intensiv mit der Sportart beschäftigen. Die lesen eine Zeitschrift dazu, die gucken Fernsehen, die sind sehr oft auf der Golfrange und treffen sich dort auch mit ihren Freunden. Und wir haben andere Personen, die sich für Sport interessieren, für die ist aber Golf nicht unmittelbar im Relevant Set. Die verfolgen aktiv Mediensportarten, wie zum Beispiel Fußball, oder sie verfolgen Formel-1-Rennsport oder Boxen. Golf ist da an der hinteren Position, wird zum Teil wahrgenommen, aber ist nicht so präsent wie jetzt andere Mediensportarten. Die zweite Ebene ist die Imagewahrnehmung. Hier ist es auch so, dass diese beiden Gruppen eine komplett unterschiedliche Wahrnehmung vom Golfsport haben. Die aktiven Golfspieler, wenn man die fragt, was sind die Imageattribute, die euch zu eurer Sportart einfallen, dann sagen die, das ist Sport, das ist Entspannung, das ist Natur, also sehr positiv belegte Werte. Auf der anderen Seite Leute, die mit Golf nichts zu tun haben, die fragt man, für was steht für euch Golf? Dann kommt von denen, das ist elitär, das ist langweilig, also komplett andere Werte. Und die interessante Frage aus Marketing-Sicht ist, wie kann sowas entstehen? Und da kommen wir auf die Theorie der sogenannten zwei Momente der Wahrheit. Es geht in dem ersten Moment der Wahrheit darum, wann bildet sich ein Image? Durch einen ersten Kontakt, den ich habe, der Initialkontakt. Und der ist meistens medial oder über Freunde. Jemand erzählt mir was über Golf oder ich sehe im Fernsehen oder im Funk etwas über Golf. Der zweite Kontakt ist dann, wenn ich das erste Mal real etwas ausprobiere. Ich gehe auf eine Driving Range oder ich treffe mich mal mit Freunden zum Golfspielen und mache einen Schnupperkurs mit. Und diese beiden Erfahrungen liegen komplett auseinander. Also wenn ich Images verändern möchte, dann ist es ganz wichtig, dass diese beiden Botschaften, die ich am ersten Moment der Wahrheit und am zweiten Moment der Wahrheit aussende, kongruent sind. Das heißt, die müssen passen. In dem Moment, wenn jetzt der Golfverband sagen würde, wir sind eine junge Sportart und würde das Thema jung kommunizieren und einfach in eine Medienkampagne reinbringen und dann komme ich auf eine Golfanlage und dann ist es aber nicht jung, dann verändert der zweite Moment der Wahrheit den ersten Moment der Wahrheit und ich kann im Endeffekt diese ganze Werbekampagne mir sparen. Das heißt, es muss konsistent sein. Das heißt, ich muss eben versuchen, am ersten Moment der Wahrheit die für mich relevanten Botschaften rüberzubringen und sie am zweiten dann zu bestätigen. Also grundsätzlich ist es eine gute Idee, eine Kampagne zu machen, die den ersten Moment der Wahrheit mit dem zweiten Moment der Wahrheit verbindet. Dadurch wird es authentisch. Das, was ich vor Ort erleben soll, wird in die Kommunikation nach vorne gestellt. Und wenn wir uns mal ansehen, auch industrieübergreifend, was für Kampagnen sind heute erfolgreich, um neue Kunden zu gewinnen, geht es genau in die Richtung. Das heißt, wir sehen hier einen Ansatz, der in die Richtung Empfehlungsmarketing geht, der eine Testmöglichkeit bietet. Und dadurch hat man einfach die Möglichkeit, was auszuprobieren. Und was ist besser, als etwas authentisch zu erfahren oder von einem Freund empfohlen zu bekommen. Das heißt, es ist absolut der richtige Weg, der hier eingeschlagen ist. Was man bedenken sollte zusätzlich, ist natürlich, dass ein Ausprobieren am besten funktioniert, wenn ich es nicht alleine mache, sondern mit Freunden. Weil wir haben auch in der Studie gesehen, dass eine große Hemmschwelle ist, ich komme hier in einen Golfclub rein, in ein geschlossenes System. Wenn ich da gemeinsam mit einem Freund reingehe, das heißt also, wenn mein Empfehlungsmarketing sich darauf ansetzt, zwei oder drei Leute aus einem Freundeskreis zu bekommen, dann kann ich die viel schneller integrieren, die motivieren sich gegenseitig und können natürlich dadurch auch langfristig beim Golfsport bleiben. Zunächst ist es so, dass sich Bekanntheitsgrade kurzfristig steigern lassen. Ich kann schnell eine Botschaft nach draußen rausblasen und dann wird die von einem großen Prozentsatz auch wahrgenommen. Imagekorrekturen kann ich nur langfristig schaffen. Wir sprechen hier im Marketing von den sogenannten Carry-Over-Effekten. Das heißt, ganz viele von Ihnen haben zu einer bestimmten Marke oder zu einer Sportart eine Einstellung. Die hat sich über Jahre gebildet und die wird auch noch über Jahre fortbestehen. Ich kann aber jetzt durch die Akzentuierung von einer neuen Eigenschaft, durch neue Bilder, die ich schaffe, das langsam in eine bestimmte Richtung bringen. Man kann das branchenübergreifend ganz gut beobachten an den Bio-Lebensmitteln. Wenn man so 10 Jahre zurückdenkt und dann sagt man, was ist einem zu Bio-Lebensmitteln eingefallen, dann war das teuer und geschmacklich fad. Wenn man heute sagt, was sind Bio-Lebensmittel, dann sagt man, das ist umweltbewusst, nachhaltig, gesund und hip. Auch im Bereich des Sports haben wir solche Entwicklungen. Vor 10 Jahren, Triathlonsport war was für Freaks und es war zäh und
langweilig, auch teilweise sehr langatmige Wettkämpfe, die man gesehen hat, die wahrgenommen wurde. Wenn man heute fragt, wofür steht Triathlon, ist es auch wieder abwechslungsreich, dynamisch, hip. Das heißt, die alten Attribute wurden in den Hintergrund gedrängt und die neuen wurden sehr stark kommuniziert über alle Medien und natürlich auch über alle Protagonisten in der Sportart und wurden hervorgehoben. Und das ist genau die Idee, zu sagen, je holistischer, das heißt also je gemeinschaftlicher man diese Botschaften vom Verband, von den Leuten auf den Anlagen, von jedem einzelnen Golfspieler, je mehr diese Eigenschaften getrieben werden, umso schneller und umso einfacher wird sich das Bild auch ändern. Natürlich besteht hier ein grundsätzlicher Zusammenhang. Je höher ein Budget ist, umso höher kann ich natürlich auch meine Mediapläne ausweiten und über die verschiedenen Medien meine Botschaft kommunizieren. Es ist aber viel wichtiger zu sagen, wann läuft die Kampagne und was kommt da für eine Botschaft mit rein. Man braucht also auf jeden Fall einen Kampagnenzeitraum, der ist vorgegeben jetzt durch die neue Initiative, wie ich es gelesen habe, sodass sie bis 2018 durchlaufen soll. Man hat jetzt 3 Jahre, wo man wirklich intensiven Druck geben kann und jeder weiß, in den 3 Jahren passiert etwas. Das heißt, man hat hier einen ganz klar festgelegten Zeitraum. Und jetzt kommt es darauf an, in diesem Zeitraum alle Medien, die eingesetzt werden sollen, zu belegen. Und dabei sind natürlich wichtig die authentischen Medien, weil ich eine Imagekorrektur, und das ist ja das Ziel, nur dann festlegen kann, wenn ich eben eine authentische, echte Kommunikation bekomme von den neuen Imagewerten. Und die werden am zweiten Moment der Wahrheit gelegt. Also kommunikationstechnisch kann man das so zusammenfassen, man kann sich eine Bekanntheit relativ schnell erkaufen. Einen Image-Transfer zu erreichen, braucht Geduld, authentische Kommunikation und eine stringente Botschaft, die von allen Mitgliedern getragen wird. Von dem Verband, von den Mitgliedern und allen Golfspielern.